Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist meine Lieblingsbox da und zwar die Luxury Box und die möchte ich gerne mit dir zusammen auspacken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Luxury Box ist auch eine Beauty-Abo-Box und kostet zwischen 40 und 50 Euro pro Box. Du hast 6 bis 8 Beauty-Artikel drin, die einen mega krassen Warenwert haben, 150 bis 200 Euro und ich kann eine Box in diesem Video verlosen. Ist das nicht großartig? Ja, das heißt, nicht nur ich kann mich freuen, sondern einer von euch kann sich auch freuen. Auspacken. Und da die nur alle 3 Monate kommt, ist die Vorfreude immer viel größer. Oh, ich liebe es. Los geht's. Der erste Blick in die Box ist dieser. Und da es eine Kooperation mit boxpalast.de ist, habe ich hier auch immer ein kleines Schreiben mit dabei. Liebe Claudia, mit dieser Box startest du ganz getreu dem Motto Into the Sun, luxuriös in deinen Sommer. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken. Liebe Grüße, Charlotte vom Luxury Box Team. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also die Luxury Box kooperiert ja mittlerweile mit Cosmopolitan, das heißt, vom Design her steht da jetzt auch immer Luxury Box bei Cosmopolitan drauf und die sieht dieses Mal ein bisschen anders aus als sonst. Also wir haben eine schwarze Box, die hier weiß abgesetzt ist mit dem Logo drauf, was glaube ich neu ist. Und ja, normalerweise war es ja dieses Logo und da ist jetzt ein etwas anderes Logo drauf. Die Schleife sitzt jetzt auch so schräg. Ich bin wirklich gespannt, was sich da jetzt drin verbirgt. Dann öffnen wir einfach mal dieses wunderschöne Seidenschleifchen. Ich bin ganz aufgeregt. Hier haben wir die Box. Sehr, sehr schlicht, sehr schön. Viel Luxury steht hier drauf. Fühle dich luxuriös. Und dann öffnen wir mal diesen schönen Kleber. Und auch dieses Mal hat die liebe Marita meine Box gepackt, denn da ist immer ein Zettelchen mit drin, wo drin steht, wer die Box gepackt hat. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Kein Geruch. Das ist ein bisschen nach Sonnencreme-Watte. Oder ich bilde mir das ein, weil ich voll mit Sonnencreme bin. Ich weiß es nicht, aber wir gucken mal rein. In diesem Heftchen stehen, glaube ich, auch die Preise. Genau, da stehen auch die Preise mit bei. Das heißt, ich kann dir das auch super mit einblenden. Und dann greifen wir doch einfach mal rein und nehmen das erste raus. Von Silke. Von Silke. Collagen Night O Anti-Wrinkle Nourishing Face Cream. Hier haben wir so ein schönes, schwarzes, edles Kästchen. Das ist ja hübsch. Silke. Das heißt bestimmt nicht Silke, aber ich spreche es jetzt einfach mal Silke aus, ne? Und das hier ist der Flakon. Und da die Box in der Sonne stand, ist es echt warm. Genau, also hier haben wir eine Nachtcreme mit drin, die ich jetzt nicht aufmache, glaube ich. Ich schau mal, aber ich denke, da ist eine Folie. Nee, da ist gar keine Folie drüber. Die mache ich wohl auf. Oh, die riecht sehr angenehm, sehr dezent und schaut so aus. Ja, die Konsistenz, das wird jetzt schwierig sein. Ich nehme das jetzt auch mal hier vom Deckel, weil es stand halt in der Sonne, ne? Ist aber relativ fest, aber nicht zu fest. Da mache ich das mal auf meinem Handrücken. Und es fühlt sich reichhaltig an. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und es riecht einfach angenehm nach Creme. Nicht wirklich parfümiert, also sehr, sehr schön. Doch, das ist eine schöne Geschichte. Nachtcremes kann man immer gut gebrauchen. Und das hier ist, glaube ich, wirklich ein Glastiegel. Also sehr hochwertig. Ich denke, dass das Produkt auch relativ teuer sein wird. Collagen Night. Ne? Da kannst du dich dann über die Nacht aufpolstern. Ich schau mal, ob ich irgendwo eine Info darüber finde. Täglich nach der Reinigung mit kreisenden Bewegungen einmassieren. Ja, da muss ich mir das Heftchen mal zur Hand nehmen. Weil sonst habe ich ja keine Informationen. Das ist dann ja ein bisschen schade um das Produkt. Ne? Man will ja auch ein bisschen was dazu erzählen können. Oh ja, das kostet tatsächlich 39,95 €, sehe ich gerade. Straffe jugendliche Haut mit Hilfe von Kollagen, einem Protein, das ihrer Haut die Spannkraft und Stabilität zurückgibt. Die reichhaltige, leicht fettende Nachtcreme ist besonders geeignet für trockene, gestresste und reife Haut und schützt, pflegt und unterstützt die Hautregeneration durch Strukturelemente. Durch den Zusatz von Avocado und Olivenöl und Vitamin E wirkt sie feuchtigkeitsregulierend, schützt ihre Haut und macht sie geschmeidig. Ach, guck mal. Und wenn du möchtest, kannst du tatsächlich hier diesen Code benutzen, den 20% Code, den ich dir jetzt hier mal in die Kamera halte und auf Amazon tatsächlich 20% Rabatt sparen und hast keinen Mindestbestellwert.
Das ist super, denn ich verlinke dir auch alles unten in der Infobox, auch von Silke. Und dann kannst du da direkt die 20% anwenden. Ist das nicht cool? Ja, supi. Sehr, sehr schön. Werde ich mich echt abends gerne mit eincremen. Sobald die aktuelle mal leer ist, da habe ich ja die von M. Asam in Anwendung. Oh, die ist auch super, ne? Ja, auf jeden Fall sehr schön, sehr schlichtes, nices, hochwertiges und edles Packaging. Gefällt mir. Und vom Geruch her ist es sehr angenehm und es fühlt sich jetzt auch sehr weich an. Und ja, es ist leicht fettend. Was ein Riesenvieh. Was haben wir denn hier? The Ritual of Sakura. Ich liebe Ritual of Sakura. Das ist der beste Duft. Blossoming Hand Wash mit Reismilch und Kirschblüte. Und das ist eine Handseife. Das finde ich toll. Ich liebe diesen Duft. Oh, Rituals ist auch eine ganz tolle Geschichte. Und ich habe überall diese schwarzen Rückstände von dem Kruselpapier. Ich rieche mal dran, aber es riecht ja wie Rituals of Sakura, ne? Ja, das ist so ein ganz samtiger Duft. Richtig toll. Den habe ich jetzt an der Nase. Ha, sehr schön. Ja, mega. Freue ich mich drüber. Und ja, Handseife kann man eigentlich auch immer ganz gut gebrauchen. Wir haben zwar aktuell ziemlich viele Backups da, aber jetzt gerade so im Sommer, finde ich, hast du ja oft schwitzige Hände. Da wäscht man sich auch ein, zweimal öfter die Hände. Finde ich gut. Doch, ist eine schöne Geschichte. Ist auch auf jeden Fall für mich ein Sommerprodukt. Die Nachtcreme, na, einigermaßen. Ich meine, du hast vielleicht ein bisschen, ja, mehr Feuchtigkeitsbedürfnis in dem Sommer, aber ob das jetzt unbedingt so ein Sommerprodukt ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber diese Handseife auf jeden Fall. Oh, dekorative Kosmetik von Akaya, German Cosmetics, sehr schön. 24 Permanent Eyeliner in der Farbe 601 Black by Amy. Da haben wir einen Eyeliner, so rum, mit drin, das finde ich auch sehr schön. Eyeliner kann ich immer gut gebrauchen. Ich trage auch gerade einen Eyeliner. Das ist halt ja mein ganz normaler Bürolook, den ich jetzt so drauf habe. Einfach Eyeliner und Mascara, viel mehr ist es nicht. Den Becker Under Eye Corrector mache ich mir mittlerweile auch täglich drauf. Das ist auch sehr angenehm, aber jetzt bei den Temperaturen verflüchtigt er sich doch sehr schnell. Stehend aufbewahren. Also so rum muss man das aufbewahren. Ach, das ist auch interessant. Hä? Nee, store this down. So rum. Genau, dass du quasi die Spitze nach unten hast. Ist ja klar, ist ein Filz-Eyeliner. Hat auch eine schöne Spitze, halt ganz normal, wie ich Filz-Eyeliner habe und mag. Und ja, ich denke, nee, der blutet schon ziemlich aus. Aber jetzt habe ich direkt über die Creme gemalt. Ne? Darüber zu swatchen war jetzt auch frech. Ich swatche den mal hier auf dem Arm, wo ich halt keine Creme habe. Na, da sieht schon besser aus. Aber ganz tief schwarz ist der jetzt nicht. Und hier, wo ich die Creme habe, blutet der echt aus. Ne? Das ist dann ein bisschen unpraktisch. Das möchte man bei Eyeliner ja nicht unbedingt haben. So gar nicht. Aber hier sieht er eigentlich ganz in Ordnung aus. Aber halt nicht pechschwarz. Ich mag es normalerweise richtig tiefschwarz. Aber gut. Ne? Dekorative Kosmetik sage ich auch nicht nein zu. Hat er irgendwas Besonderes? Lesen wir nach. Abgesehen davon, dass er 14,90 € kostet. Starke Frauen, starke Farben. Die Permanent Eyeliner. Permanent? Oh oh. Bleibt das jetzt für immer hier? Ich hoffe nicht. Ja, Eyeliner in den Farben Black by Amy oder Grey by Grace von Akaya versprechen, Akaya spricht man das aus, naja, versprechen einen Lidstrich mit perfekter Haltbarkeit. Regenschauer und Freudentränen können ihrem Lidstrich nichts anhaben. Je nach Druck auf die Linienspitze, auf die Linerspitze kann die Feinheit der Linie selbst bestimmt und variiert werden. Finden Sie Ihre starke Farbe. Okay, also müsste jetzt theoretisch dieser Liner wasserfest sein. Was mache ich denn da drüber? Ich habe ja so ein wie, was ist das? Von Nutraskin. Das ist ein Hyaluronspray, glaube ich. Steht nichts mehr drauf, ne? Aber das ist halt flüssig. Ich mache das mal drüber und gucke, was passiert. Warum schüttle ich meinen Arm? Ich habe keine Ahnung. So. Es ist nass. Wenn ich mit dem Finger drüber wische, ist er einfach weg. ja. Also so wasserfest ist er jetzt nicht, ne? Naja, aber vielleicht dann doch für den Alltag irgendwie geeignet. Ich weiß es nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall tragen, testen und ja, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das hatte ich tatsächlich letztens schon, glaube ich, oder? Hair Mask, Scalp Treatment and Miracle Shampoo. Ja, Shampoo vor allem, ne? Shampoo. Das ist von Matte Maski, ein 3-in-1 Produkt. Und hier siehst du auch, ne, dieses von dem Krüsselpapier, da hast du halt das Schwarze drauf. Das ist ein super teures Produkt. Ich glaube, das kostet... Oh, nagel mich nicht drauf fest, 49 € oder 29. 29, genau. Und das hier habe ich tatsächlich auch verwendet. Diese Tube werde ich aber wahrscheinlich meiner Freundin oder meiner Mitfahrgelegenheit schenken. Weil, also,
Das ist ein Produkt, was 3 in 1 ist. Das ist Shampoo, das ist Kopfhautpeeling und das ist Maske in einem. Das kann man sich einfach drauf machen und du machst es dir halt komplett auf die ganzen Haare und massierst dir das richtig schön ein mit den Fingern. Du merkst dann auch richtig schön diese Peeling-Partikel, die du dann hast. Und gerade jetzt so zur aktuellen Zeit, wo man ja an der Kopfhaut etwas mehr schwitzt und dementsprechend dann ja auch Pickelchen und sowas alles kriegt, ne, ist dieses Produkt sehr hilfreich. Und ich habe das in einer Woche leer gemacht tatsächlich, aber ich habe auch lange Haare, ne? Es muss ja auch bis in die Spitzen rein und so. Und dann lässt man das, ich glaube, eine Minute oder so drauf. Die Haarmaske gründlich in das feuchte Haar einmassieren, anschließend eine Minute einwirken lassen, danach ausspülen. Genau, nur eine Minute einwirken lassen und dann kannst du es halt ganz normal abspülen. Dann hast du echt tolle Haare danach. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dass ich das halt eine Woche lang verwendet habe. Und meiner Kopfhaut hat es auch sehr gut getan. Und das werde ich meiner Mitfahrgelegenheit schenken. Ich glaube, die freut sich. Huch, Michelin Peach. Ja, Fine Radiance Face Oil, Flora Nummer 1. Das hatte ich schon mal und das habe ich auch schon leer gemacht. Das ist für mich tatsächlich kein Sommerprodukt. Das habe ich nämlich so in der Winterzeit verwendet und zum Sommer hin habe ich gemerkt, dass meine Haut das nicht mehr so gut vertragen hat. Und da war ich dann froh, als es leer war. Das ist mehr ein Produkt für nicht so ganz die heißen Tage, weil das sehr, sehr fettig ist, finde ich. Also für mich sehr, sehr ölig. Das heißt, auch dieses Produkt wird weiter wandern. Oder ich werde es im Winter mal benutzen, wobei da habe ich jetzt mittlerweile relativ viele Gesichtsöle. Hat mir aber sehr, sehr gut geholfen, als ich sehr irritierte Haut hatte. Von daher, ne, beschwere ich mich nicht. Ist ein gutes Produkt, ist eine tolle Marke, aber werde ich jetzt im Hochsommer nicht benutzen können. Und ja, passt dementsprechend für mich leider nicht in eine Sommerbox. Genau, das war halt auch so ein super teures Produkt. Das kostet einfach 46 Euro. Dieses klassische, hocheffektive Gesichtsöl ist mit natürlichen Antioxidantien und Vitaminen angereichert, welche sofort von der Haut absorbiert werden und sie aufgepolstert, straff und strahlend erscheinen lassen. Die einzigartige Formulierung hinterlässt ein luxuriöses, pudriges Finish auf der Haut. Das kann ich nicht bestätigen. Ich hatte das als eher fettig empfunden. Sie enthält Haselnussöl, welches leicht adstringierend wirkt, sowie Vitamin B, welches den Hautton ebnet. Aprikosenkernöl, Kokosnussöl und Weizenkeimöl schützen die Haut vor oxidativem Stress. Das Face Oil ist mit Flora Number 1 angereichert. Rose, Ylang Ylang, Veilchen und Lavendel machen diesen natürlichen Duft zu etwas ganz Besonderem. Ja, aber ist für mich, wie gesagt, halt eher ein Winterprodukt. So, als nächstes habe ich hier ein Pöttchen von Annabelle Minerals. So schaut das aus. Diamond Glow. Mineralische Highlighter. Leute, ich bin doch letztens auch so steil gegangen, als ich das in meiner Vegan Beauty Basket drin hatte, ne? Mein Puder-Highlighter. Und jetzt habe ich hier noch einen pudrigen oder einen losen Highlighter, glaube ich. Und ja, wow, bitte. Diamond Glow. Das sieht ja scharf hier aus, ne? Guck dir das an. So, und hier kommt das Produkt dann raus. Da kommt gut was raus. Erstmal versuche ich den zu swatchen. Da hatte ich ja letztes Mal auch meine Probleme mit. Ich versuche das einfach mal hier auf meinem Arm zu swatchen. Ja, das ist jetzt intensiv, ne? So dick trägt man ja keinen Highlighter auf. Aber wenn ich den ausblende, wird der schön. Ach, guck mal. Sieht man den? Ich weiß es nicht. Doch, man sieht den, ne? Der ist ein bisschen dunkler. Doch, der sieht schön aus. Na, da wollen wir mal gucken, ob der auch auf dem Gesicht so ausschaut. Das ist eine etwas intensivere Sauerei, als wenn man jetzt einen normalen Puder-Highlighter oder Stick-Highlighter hätte. So, dann gehe ich jetzt hier mit dem Pinsel rein und gebe ihn mir auf. Huhu! Huhuhuhu! Ja, guck an! Der ist aber nass, also vom Finish. Wow! Leute, die hauen aber auch einen Highlighter hier aktuell raus, ne? Das ist ja mal was. Holla! Holla, die Waldfee! Okay, nächste Seite. Der ist bombastisch geil. Das gefällt mir gerade richtig gut. Was machen die nur? Wollen die weg von diesen gepressten Highlightern und hin zu diesen pudrigen Highlightern? Denn das ist ja mal eine Qualität. Oh! Boah, als hätte mir einer einen Eimer Wasser dahingeschmissen. Aber einen ganzen Eimer, nur da, punktuell und da. Boah, ist das geil. Also ich finde es fantastisch, ne? Das ist ein geiles Teil. Ja, ne? Wieder verschlossen, aber ich habe hier alles voll Glitzer. Das ist eben immer das Problem bei diesen pudrigen Produkten. Aber guckt
dir das mal an. Sieh dir das einfach mal rein. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn und das ist voll schön. Boah, geiles Zeug, geiles Zeug. Ja, no. Dann gibt es ja noch einen Rabattcode. Luxury10, gültig bis 31.12. Ich weiß gar nicht, wo man den auf annabellminerals.de kann man den wahrscheinlich einlösen. Da, siehst du ihn? Dann kannst du gerne mal dir das abschreiben, wenn du möchtest. Das ist mein Highlight-Produkt in dieser Box. Auch wenn es wahrscheinlich eher eins der günstigeren Produkte ist. Aber das ist im wahrsten Sinne des Wortes mein Highlight. So, eins haben wir noch. Und zwar ist das von Lancaster der Tan Maximizer Soothing Moisturizer. Okay, das ist eine Creme von Lancaster, die ich so ähnlich auch schon tatsächlich habe. Die macht man sich nach dem Sonnenbaden drauf, damit die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird und man zusätzlich halt noch braun wird. Also, dass man bräuner dadurch wird, glaube ich. Jedenfalls macht das meiner, den ich habe, der da vorne steht. Beruhigende Feuchtigkeitscreme, bis zu einen Monat längere Bräune, verlängert ihre Urlaubsbräune um bis zu einem Monat und unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut nach dem Sonnenbad. Nach dem Sonnenbad auf und nach der Rückkehr aus dem Urlaub großzügig auf Gesicht und Körper auftragen. Ja, ne? Richtig cool. Und den benutze ich schon von dem anderen, damit ich hoffentlich nicht immer eine Kalkleiste bin, sondern auch mal ein bisschen... Ach, dieser bisschen braun werde, bleibe, wie auch immer. Und das ist dann Tube Nummer 2, die ich verwenden werde. Ja, auf jeden Fall auch passend zum Thema. 7 Produkte haben wir jetzt. Das passt. 6 bis 8 Produkte sind drin, ne? Dieser Highlighter macht mich echt fertig. Richtig, richtig gut. Gefällt mir unfassbar gut. Die ganze Box hat mir sehr gut gefallen. Werde ich weitestgehend benutzen können. Das eine oder andere Produkt habe ich halt schon, aber da kann, ne, ich bin ja nicht normal. Also meine Schminksammlung ist nicht normal. Und ich bekomme die Produkte ja zugeschickt. Und ne, da muss man halt immer abwägen. Und da ist halt auch in dem Sinne die Möglichkeit zu sagen, na, das gebe ich weiter, das behalte ich. Ne? Da hat man einfach ein bisschen größere Auswahl. Aber ja, denk dran, also die Box gibt es zu gewinnen und super hochwertig. Das ist der Preis der ganzen Produkte, also der Wert. Und ich würde sagen, der ist hoch. Also, puh, ob wir die 200 Euro knacken, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich denke, wir kratzen schon ziemlich dran. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!